Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Dreams Box von Shindy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dreams von Shindy. Eine Riesenbox in einem Format, das ich bis dato noch nicht gesehen habe. Also wir haben hier eine Box, die mehr oder weniger aus zwei Hälften besteht. Und diese ist von einem Schuber, mehr oder weniger Pappschuber umgeben. Wir haben hier die Wolken bzw. diese Himmelansicht. Und dann hier in orangener Schrift Dreams. Und dann hier noch einen 16-Aufkleber, der uns verrät, dass es in dieser Box auch eine DVD bzw. Filmmaterial geben wird. Gut an dem 16er, der ist nur aufgeklebt, sprich wir können diesen entfernen und das ist gut so, dass dieser nicht aufgedruckt ist. Auf der linken Seite haben wir die Schrift von Shindy bzw. die Unterschrift und hier ein Barcode und die Credits. Rückseite sieht ebenfalls so aus wie die Vorderseite, Dreams, nur ohne den 16er. Nochmal Shindy. Oberseite glatt orange, also das ist eben dieser Pappschuber. Und auf der Unterseite ebenfalls glatt orange. Ja, der Pappschuber ist natürlich zum Abstreifen, aber man sieht hier schon, dass das Ganze nicht so hochwertig verarbeitet wurde. Also es ist durchgängig, dieser Pappschuber. Und lustigerweise ist diese Seite nicht bedruckt worden, sondern, wo sieht man es hier? Diese ist einzeln beklebt worden. Sprich, das, was wir hier sehen, ist einfach hier aufgeklebt worden über den eigentlichen Pappschuber. Finde ich etwas merkwürdig, weil man hat es ja hier auch geschafft, das zu bedrucken. Wäre das wahrscheinlich hier auch möglich gewesen. Aber ja, vielleicht wurde dann noch im Nachhinein irgendwas ausgebessert. Wir lassen das jetzt mal oben und den Pappschuber somit von der Box zu entfernen. Hier lesen wir nochmal Dreams, Shindy, Dreams, Shindy. Wie gesagt, Ober- und Unterseite haben wir schon gesehen, glatt orange. Und es wurde ja wirklich viel, viel diskutiert und spekuliert über den Boxinhalt, weil ja Shindy bis zum Schluss ein Riesengeheimnis draus gemacht hat. Und es wurde ja eine Riesenerwartung geweckt, weil es wurde gesagt, der Boxinhalt, den gab es so noch nie. Und es ist ein Stück, das noch kein anderer Rapper irgendwie verwendet hat. Und was weiß ich was da alles im Vorfeld versprochen wurde. Und jetzt öffnen wir das Ganze mal. Also, linke Seite und rechte Seite sind quasi zwei Hälften, die wir einfach abnehmen und dann haben wir hier den Boxinhalt. Wir haben hier eine Schlaufe, um das Ganze dann anzuheben und als erstes kommt uns einmal das Album entgegen. Wir werden gleich mal schauen, was sich noch drin befindet und dann auf die einzelnen Inhalte eingehen. Also, das ist hier so quasi wie so eine eigene Etage in der Box. Hier mit Schaumstoff ausgekleidet, das ist festgeklebt. Da hat das Album Platz gehabt. Und dann habt ihr hier eben diesen Riemen, diese Schlaufe, womit ihr das Ganze anheben könnt. Und dann offenbart sich uns die restliche Boxinhalt. Wir haben einmal die DVD, die Dreams DVD. Was haben wir hier? Einen Download-Code für zwei Album-Downloads. Okay, also Dreams nochmal digital, hätte ich jetzt gesagt. Und der ominöse, viel gehypte Merchandise-Artikel, den es so noch nie gegeben hat. Naja, wenn wir mal kurz etwas Platz schaffen. Bevor wir zu dem kommen, wie immer, fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Cover aus, also auch wieder dieser Himmel, diese Wolkenlandschaft und hier davor
kleinen Shindy in einem Peter Pan Kostüm und hinter ihm natürlich damalige Kindheitsträume oder Erwartungen ans Leben. Also haben wir hier einen 100-Mark-Schein, einen Ferrari, Testarossa, wenn ich es richtig sehe, eine fette Villa, eine goldene Rolex, ja, leicht bekleidete Frauen, eine E-Gitarre und eine Schatulle bzw. Schatztruhe mit jede Menge Schmuck. Auf der Rückseite lesen wir die Tracklist. Wir haben 15 Tracks und wir haben Features von Rin, beziehungsweise Rin, Bushido, Ali Boumaier, nochmals Bushido und auch wenn er hier nicht als Feature angeführt ist, Lars Unlimited, der diesen Skit hier beigesteuert hat. Mein absoluter Favorite auf dem Album ist Statements, unabhängig jetzt vom Bushido Feature, aber der Beat von Statements ist einfach unfassbar gut und deswegen wäre mir ganz egal, ob das ein Shindy-Solo-Track gewesen wäre oder ganz egal, wen er da gefeatured hätte, der Track alleine schon wegen dem Beat, mörderisch. Okay, Super Jewel Case, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier das Booklet, beziehungsweise erstmal einen Einleger zur Shindy-Tour 2017. Finde ich auch sehr interessant, dass hier nicht mal die Dates stehen. Stand wahrscheinlich damals noch nicht fest. Dann haben wir hier Classic Merchandise. Und dann kommen wir zum eigentlichen Booklet. Also, wir haben hier die Tracks einzeln aufgelistet. Mit den ganzen Infos. Hier die Credits und hier nochmal der Shindy-Schriftzug. So, Booklet und Einleger zurück ins Album. Dann haben wir die CD an sich, Shindy Dreams. Und dann haben wir CD2 und auf dieser befinden sich die Instrumentals und hier alles weiterhin in dieser Himmel, in dieser Wolkenoptik. Dann haben wir die DVD ab 16 Jahren. Dieser haben wir auch den Sticker auf der Box zu verdanken. Hier leider kein Sticker, sondern aufgedruckt auf dem Pappschuber. Und wir haben hier, also der DVD-Inhalt sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videoclips. Also das sind alle, bekannten Videoclips von Shindy, die hier auf dieser DVD zu finden sind. Ansonsten ist hier nichts oben. Dreams, DVD lesen wir hier. Eine Papphülle. Und dann haben wir noch diesen Download-Code, diesen Beileger. Könnt ihr natürlich gerne einlösen. Schenke ich euch. Und dann kommen wir zum vielgehypten letzten Inhaltsstück. Ich glaube, die meisten wissen mittlerweile, was sich darin befindet. Und ich glaube, es gab bis dato noch nie ein Stück in einer Deluxe-Box, das solche Kontroversen und so einen Shitstorm ausgelöst hat, wie dieses Produkt hier. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt wirklich das erste Mal in der Hand. Es ist ein Rucksack und jetzt kann ich mich endlich mal selber davon überzeugen, was das für ein Rucksack ist. Ich habe den Shitstorm natürlich mitverfolgt, mitbekommen. So, also wir haben hier Shindy so ein Patch aufgenäht. Knistert schon ziemlich hässlich, muss ich sagen. Und dann haben wir hier die beiden Träger. Jetzt schauen wir uns mal kurz das Innenleben an. Ach du Scheiße. Okay, also
Also ich dachte jetzt vielleicht, dass da noch irgendwie vielleicht Folie oder irgendwie Papier oder irgendwas drin wäre und deswegen knistert das so hässlich, aber das ist dieses Material an sich. Hier haben wir noch die Info. Schauen wir uns mal kurz an, was hier steht. Hier steht 60% Baumwolle, 40% Polyester, Außenseite Shell Cotton, Inside Lining Polyester, Made in China, dann auch hier die Wasch- bzw. Pflegehinweise, Major Moves GmbH. Ja, also, ich glaube, über diesen Rucksack wurde bereits mehr als genug gesagt und ich muss ehrlich sagen, spätestens jetzt kann ich sagen, der Shitstorm war mehr als gerechtfertigt. Also, wenn man sich das angreift und man hört es, abgesehen davon, dass er echt erbärmlich aussieht, der Rucksack, also sieht aus, es tut mir leid, aber ich glaube, das, was wir hier vor uns liegen haben, hätte ich in der Grundschule 3. Klasse oder 2. Klasse im textilen Werken besser fabriziert. Das ist echt eine Fehlgeburt an Rucksack. Und abgesehen davon, dass er scheiße aussieht und sich wahrscheinlich auch noch scheiße trägt, aber alleine schon wegen dem hier, wie das knistert, würde mir das dermaßen auf die Nerven gehen, mit sowas rumzulaufen und wahrscheinlich die Menschen in meiner Umgebung auch, dass der besser zu Hause bleibt und nicht verwendet wird. Ja, schade. Ich glaube, Shindy hat damit ordentlich Minuspunkte gesammelt und hat dieses ganze Deluxe-Boxen-Inhalts-Battle einen ziemlich negativen Beigeschmack gegeben. Ich weiß nicht, ob der an sich, ich glaube auch ohne diese riesen Erwartungshaltung und ohne diesen Hype um diesen mysteriösen Boxen halt, hätte Shindy ziemlich verkackt in diesem Rucksack. Also auch wenn die Erwartungen jetzt nicht so in die Höhe geschraubt worden wären, hätte, glaube ich, dieser Rucksack einen Shitstorm ausgelöst. Aber dadurch, dass er im Vorhinein eben noch gemeint hat, krassester Inhalt und noch nie gehabt und hin und her, hat er das Ganze natürlich noch wirklich, wirklich ins Unermessliche gesteigert und von daher doppelt und dreifach verkackt mit diesem Inhalt. Ja, kann ich leider nicht anders sagen. Wir fassen zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal diesen tollen Rucksack, den Downloadcode für 2 Alben in digitaler Form, die Shindy DVD, die 6 Videoclips von ihm beinhaltet und das Album Dreams an sich inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser geteilten Box. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shindy unterstützen möchtet, mit oder ohne Rucksack, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video, wie immer in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.